Jo Leute, was geht, herzlich willkommen hier. Heute werden wir auf drei YouTuber dissen bei Reportagen produced by Black Rose Beats. Und ihr wisst es, Freunde, der Song kam gerade vor 2 Minuten raus. Ich bin gerade wirklich von unten, wir haben so, unten ist so der Wohnzimmer. Ich habe gesehen, Reportagen hat Song rausgebracht. Ich, wham, Digga, raufgerannt, Digga. Jetzt muss es einfach raus, Digga. Black Rose Beats, ihr wisst, wenn ich schon das höre. Ich bin im Hype, ich bin gespannt. Zerstör sie, Bruder. Reportagen. Runterkommen und ich würde sagen, let's go. Pure Zerstörung jetzt. Oh, ich liebe den Beat jetzt schon. Der Schädel kennt man irgendwoher. Die Frage ist nur, hat jetzt Fatih Brati überlebt oder nicht? Ich glaube jetzt eher weniger, aber gut, dann werden 3 YouTuber wieder komplett zerstört. Oh oh. Raus mit die Viecher! Hallo liebe Kinder, na kommen wir zu Rebecca Wing. Du bist die Ausgeburt der Hölle, so wie Anakin. Wie kann man so viel Kacke labern, immer bitte Pfefferminz. Und jetzt macht ihr wieder Videos mit Thielern. Denn nach meinem Teaser kam sie nicht mehr wieder. Game Master Gurke, schieb in die Vagina. Ihr habt euch gesucht und gefunden. Sagt, wer ist dümmer an 24 Stunden? Du machst oder Comedy? Du bist ein menschlicher Monchichi. Das Unternehmen bewährt es die Läden, die eigentlich gut sind. Ist ja nur Rufmord. Da liegt der Schwerpunkt. Du beeinflusst die Google-Bewertung. Schämst du dich nicht? Hauptsache klickst ja so, kennen wir die Wing. Bist die hässliche Sis von der Bitch of the Ring. Kümmer mich um euch, Reportagen der Teufel. Oh. Schlimmste Dünner meiner Stadt, mach auf krank und Bauchweh und editier die Magengeräusche. Man darf nichts verwenden, Genehmigung schriftlich. Mach doch mal halblang, du Alpha Allmann. Image im Arsch, genau wie dein Ego. Check mal das Interview, das von Just Nero. Warte, was? Rebecca Wing, wie sehr sie ihren Fans schadet. Uff, das muss ich mir mal gönnen. Okay, da habe ich was zu tun heute Abend. Auf dem Channel doch sehr viele komische Sachen drin sind und sie auch selber Angst bekommen hat. Ja, absolut nicht kinderfreundliche Sachen drin sind, grausam. Die ganze Kritik wird gelöscht. Heute wirst du lyrisch geköpft. Frage, was? Ich wollte es eigentlich nicht machen, aber es musste einfach mal ganz kurz raus. Für die Rebecca Wing. Wing, Alter, wie habe ich das gerade ausgesprochen? Das ist eine Fotze mit Clickbait. Was denn? Einfach eine Fotze mit Clickbait. Ihr, denkt, ja? Ihr, seid normal. Ihr, denkt, ihr, seid normal. Kinder, lasst die Finger von den Drogen. Ich meine, hört euch die Hook an. Lasst einfach die Finger. Leon Mascher. Da gebe ich ihm recht. Oh, Leon Mascher wird auch noch zerstört, okay. Ist besser, ja. Leon Mascher hatte nie wirklich Krebs. Nee. Damals hatte ich noch Mimi gefickt. Heftige Videos, Cola vs. Kleinen Moment noch, ganz kurze Frage. Du, macht Rebecca Wing wirklich solche Sachen mit dem Ding oder habe ich das falsch verstanden? So mit Essen bewerten und so. Ohne Witz jetzt? Ach du Heilige. Oh mein Gott. Oh Gott, okay. Okay. Also nochmal von vorne und Mimi, sein Track war absolut der Hammer. Ey, wer Mimi nicht kennt und den Track nicht gesehen hat gegen Leon Mascher, ich weiß, wo ihr nach diesem Video, also klar, zuerst geht ihr nach diesem Video zu Reportagen, wenn ihr ihn noch nicht kennt, lasst ein Like und ein Abo da und dann geht ihr zu Mimi und schaut das mal. Tut mir echt leid, Leute, wenn ich ein bisschen schneller rede, ich bin gerade wirklich aus der Puste. Leon Mascher hatte nie wirklich Krebs, nee. Damals hatte ich noch Mimi gefickt. Heftige Videos, Cola vs. Mentos, möchte gern Prankball, scheiß in ein Karton und schickst dir per Fanpost. Lange ist es her, Leon Mascher, auf deinem Konzert, Vitamin C in dein Gesicht, ich stand auf der Bühne und dann kam Gemüse. Lieber würde ich mit Stichwunden enden, statt Lieder zu rappen von Hitproduzenten. Was bringt dir Klicks, Abonnenten? Wenn man nichts alleine macht, als hätte man zig Assistenten. Hol mir eine Waffel mit Schoko-Banana. Auf Malava Raps über Copacabana. Leon, du wurdest als Trottel geboren. Du hast gegen eine Socke verloren. Ich höre dein ganzes Album über deine Tracks. Ja, der Diss von Ju, also Ju Socke, war auch ganz nice, ey. Digga, aber jetzt kommt noch Reportagen dazu. Rappen oder ein Hörbuch und über die Skandale sprechen. Ja, doch jetzt die Zeit, wie man sieht. Jeder von euch hat einen eigenen Diss-Track verdient. Du warst zu faul, um Bilder zu machen. Fressen raufklatschen, wird ja schon passen. Ich denke, man sieht sich nochmal. Viel Spaß mit deinem Kicker-Kanal. ihr, denkt. Ihr, seid normal. Ihr, denkt. Boah, nee, sorry, Leute, aber ich muss einfach... Alter. 29 Aufrufe, 173 Likes.
Wer kennt's nicht? Ihr seid normal. Sie hat alle Videos gelöscht. Und nun, warum hat sie das gemacht? Wir wissen, Tilan macht ja sehr, ich sag mal, kontroverse Videos. Sie war sich dafür nichts zu schade, um Fame abzugreifen. Tilan... Smewthu, Ehrenmann, Ehrenmann. ...hat hier Angst vor einem Diss-Track von Reportagen. Zu Recht? Ey, oh WLAN, kennst du mich noch? Du und Wing hab mich beide auf Insta geblockt. Oh Mann, wie dumm kann man sein? Och Mann. Och Mann, ey, nee. Och, beide haben ihn... Och Gott, wie dumm. Also ich frag mich ehrlich, Leute, also... Wenn euch jetzt eine Person stört, ja klar, man kann ihn blockieren. Aber auf Instagram ist in einer Sekunde ein neuer Account gemacht. Oder mal fragen einen Kumpel, yo, kannst du da rein? Also das verstehe ich nicht, dass man Leute blockiert. Die werden irgendwie mit einem zweiten Account wieder da sein und irgendwie deine Lieder anschauen. Check ich einfach nicht, sorry. BFF und jetzt habt ihr was gemeinsam. Die Sushi-Rolle fress ich und trinke dabei Ram. Hab sie nie gelebt in American Dream. Muss ich wieder nach Germany ziehen. Hattest Angst, dass dich jemand erkennt. Überall Hate, es gab keine Fans. Was sind das für Titel, wo bleibt dein Charakter? Du warst die asiatische Katja. Dylan, was geht in dein Kopf vor? Mit Gesicht als Fluffy aus Hogwarts. Alles gelöscht und jetzt machst du TikTok. Siehst du, das geht doch und das ohne Shitstorm. Doch wenn du Clickbait betreibst, ist dein Reportagen nicht weit. Ihr, denkt, ihr seid normal. Ihr seid normal. Ja, ich glaube irgendwie so. Ich hab's übelst verkackt. Ey, Digga, also. Huh! Alter. Holy shit. Wahrscheinlich wurde er nominiert, weil da sehe ich noch den Ehrenbruder Dingens markiert. Caesar. So will ich das sehen. Einfach alle wieder markiert, die man erwähnt hat irgendwie. Außer halt, ne, natürlich die anderen beiden, die muss man, die anderen drei, die muss man nicht irgendwie da verlinken. Aber die netten Leute kann man natürlich mal wirklich verlinken. Finde ich auch sehr, sehr cool gemacht. Geiler Beat erstens. Stimme und Song. Also, Alter, ich habe wirklich Gänsehaut bis jetzt noch. Ich glaube, die beste Diss fand ich tatsächlich am Anfang. Keine Ahnung warum, ist mir direkt so ins Auge geschossen. Das hat mich absolut hardcore gecreept. Aber, nur, naja, was soll's, ne? Ich möchte nicht, dass das ein Bild haben. Haben wir irgendwo Reportagen oder so? Hier, Gemeinde lebt, Gemeinde rollt. Leute, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen und ein Abo da lassen. Daumen und ein Abo? Daumen und ein Abo sehr, sehr freuen. Falls ihr Reportagen noch nicht kennt oder die Gemeinde noch nicht kennt, geht hier gerne mal unten. Stehen alle Links, da kommt ihr direkt zu Reportagens Kanal oder direkt zu diesem Song. Den könnt ihr euch natürlich auch, glaube ich, auf Spotify, ja genau, Spotify auch gönnen. Der wird bei mir so safe auf Spotify landen. Und da würde ich sagen, gute Nacht, Leute, ist ja eigentlich auch schon 10 ab. Schlaf gut und wir sehen uns. Haut rein. Tschö, peace.